Hallo ihr Lieben, euer Girl. Es ist hier, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur, die indigo-blaue Scheibe, DLC 2. Also mit Eisenabwehr den Part beginnen, gibt nichts Schöneres. Wir sind hier schon bei der nächsten Challenge, aber zuerst mal möchte ich Poke-Clean. Aber erstmal kämpfen wir, komm. Ich will nicht mit Poke-Clean den Part starten. Der Tag ist gekommen! Ich werde ein Held sein. Heute werde ich Iren endlich besiegen. Ich besiege erstmal mich. Haben die ja Stein-Pokémon? Wir haben leider keinen Trainer oder eine Trainerin gefunden, ja? Nö, der hat einfach Psycho. Der ist ein Psychopath, okay? Psycho, Psycho. Hm. Moabitess hat, glaube ich, eher speziell. Verteidigungswert haben die beide, ne? Ich glaube, sie Auge hält nicht so viel aus. Oh, Lichtschild, na toll. Ich könnte kotzen. Ja, jetzt die Hälfte schon mal weg, ist nicht schlecht. Könnte natürlich noch besser sein, ne? Ist klar. Aber ist okay. Sie Auge leider nicht besiegt. Sehr schade. Das ist denn für ein komischer Move? Die ganzen neuen Pokémon-Attacken. Na, ich drauf klar. Gut, beenden wir es mit der Rankenkeule und du beendest es mit den Erdkräften. Sollte ausreichen. Außer natürlich jetzt besiegt, wovon ich nicht ausgehe. So viel Schaden machen die nämlich nicht. Gut, ein Lichtschild hier. Wäre jetzt cool, wenn wir nicht Ursaluna hätten, ne? Wenn Ursaluna greift nur speziell an, auch wenn er gar nicht so speziell aussieht. Sieht eher aus wie so ein Kuhmaus-Tecken, ne? So bam, bam. Ja, der ist psychisch, für speziell. Psychisch, genau. Ja, die ganzen Psycho-Pokémon bringen mich durcheinander. Pokusan und Zytomega. Ach du, keine Kacke. Gut, Pokusan ist eher so supportive. Das heißt, wir fokussieren jetzt all unsere Power auf Zytomega. In der Hoffnung, dass es reicht. Das ist auch ein sehr starkes, gefährliches Pokémon, wenn er mich fragt. Deswegen, raus mit dir! Spiel es aus! Ah, weggesnackt. Darf erstmal ein bisschen Sahne, Sahnehäubchen, aber bitte mit Sahne! Pokusan, ey. Watashi wa Pokusan des. Oder so ähnlich. Erdkräfte. Das reicht, die beiden Moves. Oh. Habe ich Ogapon wohl ein bisschen unterschätzt, ha? Level 90, finally. Ich denke, Jo wird auch Level 90 haben. Von daher sind wir schon mal leveltechnisch gut. Bin ich etwas schon in der Vorrunde ausgeschieden? Ja, bist du. Manchmal geben die ja noch einen Tipp. Bezüglich der Arenaleiter oder Top 4, eher gesagt. So, erst soll ich noch ein bisschen trainieren, bevor ich eher eine Auswahl. Der allerdings nicht. So, Pokeclean, wie ging das? Picknick? Picknick? Danke. Tja. Wie ging jetzt Pokeclean, Leute? Ah, X, waschen. Komm. Quaidon. Du darfst. Es fühlt sich so komisch an, in der Purpur-Edition Koraidon jetzt zu baden. Come on. Ich bitte euch. Juhu, jetzt kommt die Brause. Schön eiskalt duschen, gibt nichts Schöneres. So, Koraidon. Das kannst du nicht aus deiner Dinosaurierzeit, ne? So, haben wir das auch erledigt. Picknick beenden. Flump. Jetzt bin ich gespannt. Neue Mission oder so? Nee. Küstenarea, Drache fangen, Autokämpfer, okay. Nee, ich würde sagen, wir erkunden jetzt den Bereich und fordern direkt die Top 4 dann raus, die Erin. Die irgendwie ist wie Tobichi Origami aus Date Life. Im Canyon-Areal gibt es viele robuste Pokémon. Dazu gehören auch die Stahl-Pokémon, die Ehren, das hiesige Mitglied der Top 4 einsetzt. Das war ein guter Tipp. Ich dachte, die hat Stein-Pokémon. Stahl.
Stahl. Feuer. Und... ja, oder Kampf ist ja auch. Ist beides gut. Stahl ist für ihn natürlich richtig kacke. Warum denn Stahl? Ich meine, er hat auch Kraftkoloss. Der hat Erdkräfte. Oh, was mit den beiden? Guter Tipp, danke, Kollege. Und ich bewundere Ehren sehr, sie ist Schulsprecher und Mitglied der Top 4. Beides in einem. Oh, voll krass. Ich raste aus. Fangirl! Ah! Okay. Mein Plan für heute. Ach so. Klabert ihr? Panzer Ehren ist echt beeindruckend. Ist robust, hat nur wenige Schwachstellen. Kein Wunder also, dass es bei Flugtaxis in der Terrakuppel großartige Arbeit leistet. Ach echt? Panzer Ehren wird dafür verwendet? Ja, natürlich auch schon immer von mir sehr hochwertig angesehen. Ich liebe Panzer Ehren. Hat ja auch der Champ treu gehabt, ne? Von Pokémon Rubin und Saphir. Smaragd war er ja nicht der Champ. Da war es ja Vasil. Habe ich nie gespielt, Smaragd. Sollte vielleicht mal irgendwann Let's Playen. Irgendwann. Erstmal Feuerrot, ne? Irgendwann. Magneton. Hast du dich schon beim Flugrennen versucht? Magneton und andere Pokémon schützen TeilnehmerInnen auf der Strecke. Hä? Flugrennen. Also echt diese Minispiele und Gimmicks, die machen wir ja später. Ist einfach so, ach, hier ist Kampf Area. Ich werde die Story vorantreiben. Wir wissen, wie wir es weitergeben. Jo, das ist so weird irgendwie. Gut. Willkommen auf dem Campingplatz. Wir sind das Team von Aaron von der Top 4. Aaron, du musst Jesse sein. Du bist hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Die Teilnahmegebühr für Top 4 Challenge beträgt 50 BP. Ist das okay? Yes, sir. Jetzt haben wir ja einiges, aber noch weit weg von den 3000, ne? Thank you very much. Hiermit bestätige ich deine Teilnahme an der Top 4 Challenge. Und hier she comes. Our Aaron! Oh Gott, jetzt wieder diese seelenlose Stimme. Jesse, hier bin ich. Wir sollten unseren Standort wechseln. Bitte folge mir. Ich bin seelenlos und rede wie ein Roboter. Tobiti Origami. Was hatte ich für eine Challenge? Zu der hätte er das Quiz gepasst. Schulsprecherin redet wie ein Roboter. Dass jemand wie du sich in der Liga stellen darf, ist eine Ausnahme unter den Ausnahmen. Ich war dagegen, doch die Regeln besagen, dass die Akademie darüber entscheidet. Als Mitglied der Top 4 ist es meine Pflicht, die Regeln eisern zu befolgen. Meine Top 4 Challenge wird an diesen Ort ausgetragen. Die Challenge, die ich mir ausgedacht habe, ist ein Flugrennen. Ach so, das ist kein Minispiel, das gehört hierzu. Damit nutzt du die Flugfähigkeiten eines Reit-Pokémon, um in der Kuppel zu fliegen. Erreichst du innerhalb der vorgeschriebenen Zeit das Ziel, so hast du die Challenge bestanden. Fliegst du durch die auf der Strecke verteilten Magnetillo-Ringe, erhältst du mehr Zeit. Ich empfehle dir daher, auf dem Weg zum Ziel durch möglichst viele Ringe zu fliegen. Möchtest du das Flugrennen jetzt beginnen? Los geht's! Verstanden. Bitte hol das Reit-Pokémon hervor, das du dabei hast. Koraidon oder Miraidon? Jetzt Plot-Twist, Koraidon kommt. Du hast Glück. Dein Pokémon sieht aus, als hätte es Potenzial zum Fliegen. Ja, nicht nur das. Ja, Agia, ist das was, Agia? I mean, die Donnersichel kann bestimmt auch fliegen, ne? Die Reiter ist von Kraft erfüllt. Okay. Was dein Pokémon gerade zu sich genommen hat, besteht aus einer einzigartigen Pflanzenart, einer Droge, die hier in der Kuppel heimisch geworden ist. Ich habe daraus ein Mittel zubereitet, das die Flugfähigkeit von Pokémon verstärkt. Hashtag Doping. Nun kann dein Pokémon während der Challenge uneingeschränkt durch die Lüfte fliegen. Fliehe auf Miraidon durch die Lüfte, versuche innerhalb des Zeitlimits das Ziel zu erreichen, wenn du durch die Magnetillo-Ringe fliegst. Hättest du mehr Zeit,
Oh, zum Glück kann ich das mit dem GameCube-Controller spielen, ne? Wenn das sich an der ersten DLC, wo ich den Controller switchen musste. Ja, okay. Einfach Stick. Das krieg ich wohl hin. Die Challenge kann beginnen. Ich wünsche dir viel Glück. I believe I can fly. Sieht eigentlich spaßig aus. Also ich muss jetzt nur durch die Ringe. Superman 64 oder was? Lex Luthor wins. Oh shit. Willkommen zurück zu Superman 64. Euer Girl. Es ist hier. Heute fliegen wir wieder durch Ringe mit Superman. Man kennt's. Irgendwann, Leute. Irgendwann Bubsy 3D habe ich auch Let's Play. Irgendwann Superman 64, Leute. Irgendwann kommt das Let's Play. Irgendwann. Es wird auf jeden Fall wirklich kommen. Auch wenn ich dann 40 Jahre alt bin oder so. Man wird sehen. Okay. Durch die Ringe erinnert mich an Sonic Dream Team. Wo man ja auch immer durch Ringe in diversen Challenges fliegen muss und dann mehr Zeit bekommt. Das ist irgendwie über Sonic Dream Team. Und zwar er da. Naja, beides irgendwie gleichzeitig, ne? Sonic Dream Team. Ist auch noch nicht das älteste Spiel. Ich sehe leider gerade gar nichts. Ja, das nennt man Blindfliegen. Ich leider einen Ring mal sehen, weil die Kamera halt. Oh, es lag an mir. Ich hätte das drehen können. Ups. Das wurde nicht gesagt. Oh mein Gott. Na egal. Ich muss jetzt hier nicht Bestleistung erbringen, hoffe ich. Ja, das ging schnell. Haben wir auch mal Superman 64 gespielt, ne? Nur mit besserer Steuerung und nicht ganz so schnell. Es ist legit Superman 64. Für die, die es nicht wissen, das ist eins der schlechtesten Spiele. Aber ja, schaut euch mal Videos dazu an. Angry Video Game Nerd Superman 64 eingeben. Wisst ihr Bescheid? Eine fabelhafte Demonstration eurer Flugkünste. Das Zeitlimit habt ihr vorbildlich eingehalten. Damit hast du meine Top 4 Challenge bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wir sollten unseren Standort erneut wechseln. Bitte folge mir. Okay, Tobichi Origami. Junge, was ist los mit ihr? Ja. Du hast das Recht verdient, gegen mich zu kämpfen. Im letzten Part habe ich Tabasco geäxt. Wer das sehen möchte, schön die Tabasco-Flasche. Weil der eigentlich meinte, dass er ein scharfes Essen gemacht hat. Und ich dachte mir so, ist doch nicht scharf. Jalapenos und Chorizo. Soll unser Pokémon-Kampf jetzt beginnen? Ja. Ich werde jetzt auch mein Let's Play so kommentieren. Seelenlos und emotional. Das ist gut. Verstanden. Dann sollen wir jetzt unsere Kampfpositionen einnehmen. Okay. Dann nehmen wir jetzt unsere Kampfpositionen ein und beginnen den Kampf. Kampfposition eingenommen. Roger. Bevor wir beginnen, möchte ich eine Frage stellen. Warum jetzt die Anime-Protagonistenbrille? Wie stehst du zu Jo? Scheiße. Den Rivalen. Mit dem möchte ich nicht mehr unter einer Decke stecken, okay? Ihr seid also Rival. Ich betrachte Hannas Bruder als einen Freund. Ja, ich nicht. Der ist komisch. Doch er hat sich verändert und das bereitet mir Sorgen. Der war damals schon weird und komisch. Jetzt halt anders komisch. Daher hoffe ich, ihm helfen zu können. Ein Niederlage darf mir also darf mich in all die Tüte kommen. Ja. Ja, beginnen wir den Kampf. Zeit passt. Ich verwende eine Taschenuhr. Keine Armbanduhr, keine Rolex, kein Smartphone. Oldschool. Gut, Erin, dann beginnen wir den Kampf. Ich wähle Koraidon und Blood Moon. Starten wir den Kampf. Panzer-Eron, Diktri auf Position. Wir beenden diesen Kampf ganz nach Zeitplan. Wir haben deinen Donald Trump da, ich weiß ja nicht. Ich verwende den Kollisionskurs oder ich verwende den Flammenblitz, da es sehr effektiv auf Panzer-Eron ist. Und sehr effektive Attacken sind halt das Nonplusultra in einem Pokémon-Spiel. Ich verwende Erdkräfte, da Donald Trump, glaube ich, auch vom Typ Stahl ist. Boah, dass der es überlebt hat.
Okay, ich lass das jetzt. Ich will nicht so sehen. Losreden, das ist nicht mein Style. Du hast meine Typschwäche ausgenutzt. Verschreckst mir meine Brille runtergefallen. What the fuck? Danke für die Lektion. Ja, okay, Robustheit ist natürlich ass. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtig scheiße. Oh no. Koraidon gleich schon tot. Ja, oh, Tarnstein, okay. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na toll. Ist der jetzt auch Robustheit? Oh, Fugasquad! Ja, Arschgeigen, ey. Von wegen One-Shotten, ja, ist nicht. Ist einfach nicht. Komm. Mach mal Diktri weg. Ist halt nicht effektiv, ne? Es wird ja wohl einen Damage machen. Komm schon. Panzer-Eron ist, glaube ich, von Damage-Output von einem Move-Vielfalt ungefährlicher als Diktri, hoffe ich. Glockenkopf. Donald Schwamm. Okay. Donald ist besiegt. Sehr schön. Weg frei für Joe Biden, I guess. Ich erzähle wieder nur Quatsch. So, Panzer-Eron ist auch raus. Gut, vier weitere Pokémon kommen noch. Top 4 passt wirklich. Stärker als ein paar Idee, die Leute. Gigastoß. Ne, ich glaube nicht. Nee. Ist nicht gut genug. Impoleon. Letztes Mal hat Logok, der Feuertyp hier, und jetzt haben wir Impoleon, okay? Zytomega. Du bist kein Stahl-Pokémon, was willst du? Ist ja Psycho. Kollisionskurs, Impoleon. Erdkräfte, Impoleon. Ich will irgendwie weghaben. Ja, Zytomega wird Koraidon jetzt aus dem Spiel nehmen. Ist mir schon klar. Aber Koraidon hat einen guten Job gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ich denke nicht, dass die Erdkräfte ausreichen. Nee. Ach, Bizarro-Ram? Okay. Jetzt mache ich einen schlauen Switch. Der ist ja Psycho. Will mir wahrscheinlich Koraidon jetzt wegnehmen. Jetzt mache ich mal einen schlauen Switch und schicke Brutalanda, also Donnersichel, rein. Scherox mit Bizarro? Scherox glaube ich nur schnell wegen Patronen nehmen, ne? So, und der ist ja Unlicht. Der wird jetzt den Schaden absorbieren. Beziehungsweise annullieren. Was ziemlich cool ist. Mal ein Blutmond auf Zytomega. Können den vielleicht schon ausschalten. Dann brauchen wir den Unlicht-Move zwar nicht mehr, aber ich will ja nur, dass Koraidon überlebt. Und nicht nur das. Ja, die Tarnsteine sind natürlich doof. Die Fähigkeit wird ausgelöst, da das Sonnenlicht hier strahlt. Ha! So spielt man Pokémon. Dafür richtig wohl switchen. Geil. Das finde ich cool. Oh, Zytomega. Wird ordentlich durchgeschüttelt. Level 95 Koraidon, let's go. Oh, Metagross! What the? Also, die hat ein krasses Team. Besser als Chemtroy damals. Gut, er hatte mega Metagross trotzdem. Drachentanz, ja, ja. Das Problem ist, gegen Stahl-Pokémon habe ich nichts zu melden, wie ihr seht. Was kacke ist. Gebe ich offen und echt so. Also machen wir Dragon Dance. Tanzen wir. Wer hat Kräfte auf Metagross, Scherox? Lass erstmal da. Die Zeit läuft. Lass uns diese Gelegenheit zum Abschluss bringen. Tick-Tack. Tick-Tack. Mach einen auf Entropy. Crash Bandicoot. Der Zeitmeister. Was würde denn da für eine hässliche Antenne auf dem Kopf? Sta-
alter Crystal Ice, haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, ja, das war klar. So, in Ordnung. Ihr habt ja gesehen, wie effektiv Donnersichel jetzt hier in den Kampf ist. Sehe ich gar nicht. Anspringen. Der Scherox ungefähr. Ich müssen unsere Power. Power! Wie Jeremy Fragrance sagen wir, auf Metaverse fokussieren und das ist gar nicht mehr nötig. Das hat ausgereicht. Also, Ursa Luna ist stärker, als ich gedacht habe. Teilt gut aus. Dann gehen wir wieder mit Koraidon rein. Weil Feuer vierfach effektiv auf Scherox ist. Der Käfer Stahl ist. Bedeutet, dieser Feuermove wird sein Ende sein. Wenn wir ihn outspeeden, was er nicht gesagt ist. Mit Bizarro-Raum und so, ich blick gar nichts mehr, mit anderen Worten. Okay. Outspeeden. Auf jeden Fall mit Blood Moon, weil er so langsam ist. Also Bizarro-Raum hilft uns eher als ihr. Die hat das stärkste Team bisher gehabt. Aber ich kam verdammt gut dagegen, klar. Weil die hat das beste Team gehabt, finde ich. Große Schwäche auszulichen von Stein-Pokémon mit Bizarro. Weil Stahl-Pokémon sind halt sehr langsam und die Schwäche wurde halt ausgeglichen. Naja. Ich konnte nicht mit dir mithalten. Gib einfach dein Geld. Und hoffe ich, sehen wir uns nie wieder. Ho! Nur noch einer und wir wissen, wer es ist. Levi, unser bester Freund. Die Stärke unserer Pokémon hängt von der Stärke unserer Gefühle ab. Offenbar ist dein Wille, Jo zu helfen, noch eiserner als meiner. Sag sowas nicht. Hör auf zu lügen. Ich will Jo nur besiegen, nicht helfen. Das ist nett von dir. Danke, Jesse. Gut. Es wird Zeit, deinen Sieg über mich mit einem Foto festzuhalten. Abdrücken. Fotografieren. Ey, die macht meine Pose. Ey. Voll geklaut. Alles Abonnenten von meinem Kanal hier. Die Girls. Außerdem lasse ich dir eins meiner liebsten Attacken. Starte mit Zauberer. Naja. Stahlpresse. Der Anwender nimmt das Ziel mit Armen oder Scheren in die Mangel. Ich höre die KP des Ziels, das stärke die Attacke. Okay. Gut gegen Hytera also. Mein Wunsch, Jo zu helfen, lege ich hiermit in deine Hände. What's the time, Mr. Fox? Zeit zu gehen. Entschuldige mich. Bis dann. Bis denn, die denn. Komisches Girl. Diesmal kommt Jo nicht. Doch. Gut, ob Jo kommt, weiß man nicht, aber letztes Mal war er da. Yo, zukünftiger Champ. Drei Mitglieder zur vier ist jetzt schon besiegt. Du hast ja beängstigende Fortschritte, tja. Wisst ja, wer der Nächste ist. That's me. Yeah, that's me. I'm a Dark Knight, bitch, yeah, can't sleep. Yeah. Okay, lassen wir das. Er hinterlässt einen bleibenden Eindruck, was? Sie und Hanna scheinen sich überraschend gut zu verstehen. Den beiden beim Quatschen zuzusehen hat echten Unterhaltungswert. Erin kommt immer so ernst und spießig rüber. Dabei ist sie in Wirklichkeit sehr sensibel. Naja, die redet wie ein Roboter. Sie wird schnell missverstanden, aber naja, weißt du jetzt, was Sache ist, Jesse. Euer Talent will ich aus nächster Nähe zu sehen lässt. So schnell niemand kalt, auch hier und nicht. Mal sehen, wer fehlt dir jetzt noch? Ach ja, let's me. Das Beste kommt schon zum Schluss, wie? Ja. Wenn du mich bis zu Ende aufgeschoben hast, habe ich eine Menge Zeit, um mich vorzubereiten. Jetzt bin ich viel krasser. Viel Erfolg. Viel Spaß beim Verlieren, Digga. Keine Brofist. Oh Gott, wie viel Cringe willst du, ja? Okay. Donnersichel. Ich rette dich. Ui. Flop. Flop, flop. Oh, das Flugrennen? Wait.
Du hast Ehre besiegt, oder? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du unabhängig von der Blaubeerliga im Flugrennen dich versuchen. Möchtest du Flugrennen bestreiten? Mach mal. Ach komm, machen wir das mal. Anfängerstrecke soll es sein. Yo, Noob. Wie macht der Zug Noob Noob? Ach komm, machen wir das Minispiel. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Wenn ich bis zum nächsten Part bei Levi bin, sieht es doch gut aus. Das ist zumindest das Ziel. Warum lädt das so lange? So, und jetzt lerne ich aus meinen Fehlern. Ich werde die Kamera changen. Wie gesagt, das Gebiet finde ich irgendwie am schönsten. Das hat auch natürlich ein bisschen was von The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom mit diesem Flugplatz da. Muss man auch sowas ähnliches machen. Im Orni-Gebiet. Link und den Gleiter. Ja, der Gleiter erinnert ja so an Zelda. Guck, so kann man das machen. Ja, 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 ja. Hui. Flop, flop, flop. Superman 64. Ich weiß schon, wie ich den Part benenne. Wir spielen Superman 64, will man Super Mario sagen. Gott, Mario Wonder, was hast du mit mir gemacht? So ein geiles Spiel. Ich find's lustig, dass der Pokémon DLC von Mario Wonder kommt, bevor ich Mario Wonder schon lange im Kasten hab. So sieht's halt aus, wenn man sehr viel im Voraus aufnimmt, ne? Ja, die beste Zeit kann's ja kaum toppen. Das ist ja wirklich super. Toll, toll, super toll. Ganz toll. Okay. Gib mir mal die ultimative Profi-Strecke. Ja, du hast die Noob-Strecke geschafft. Du hast ein paar BP. Kann ich hier farmen? Boah, 50. Das macht ja mehr Sinn als die Quests. Dann such dich mal eine fortgeschrittene Strecke. Gib mir die Pro-Strecke, Junge. Ich will sehen, wie krass ich bin. Mich würde echt interessieren, ob ich das normal machen kann und dann wieder 50 BP bekomme. Jo, dann drück ich dir die Daumen, ey. Fortgeschrittene Strecke ist nicht so free. Da muss schon ein bisschen skillen. Fortgeschritten zweimal macht im Leben, bin jetzt schon fortgeschritten, oder was? Ich bin jetzt schon Pro, weißt du? Naturtalent. Ich bin ein Naturtalent. Oh, das sieht aber leichter aus als das eben. Guck, das ist ein cooles Minispiel. Nicht wie beim ersten DLC in Kitakami, dieser Scheiß da. Bin ich immer noch mad, dass ich das auf schwer nicht geschafft habe. Das war echt kacki. Obwohl ich irgendwie online mit wem zusammentun muss, um das zu schaffen. Gar nicht mein Ding, ey. Ich spiele eher immer Einzelspieler. Oh. F-U-C-K. Ja, das sieht schon mehr nach Superman 64 aus. Ah, ich flieg wie eine Besoffene. Ich flieg wie eine Besoffene, Leute. Was ist das denn? Warum ist das jetzt blau? Oh, es gibt mehr Zeit. Oh, ich flieg wie eine Besoffene. Oh, so eine Scheiße. Okay. Wollen Sie es doch nochmal wissen, ne? Wollen Sie es doch nochmal wissen? So, jetzt habe ich auf jeden Fall das hier unter Kontrolle, hoffe ich. Es steuert sich gar nicht mal so leicht, wenn man um die Kurven muss. Aber es sieht gut aus. Kann man so leicht antippen. Das erinnert mich an das PlayStation 1 Spiel Warhawk. Nur, dass man nicht ballern muss. Wer es kennt, der kennt. Ja. Okay. Ah! Oh, shit! Boah, voll die Spoiler hier im Eisgebiet schon. Ist doch nicht schlecht. Zwei Ringe verpasst oder so. Geht besser, geht schlechter. Guck mal, was er sagt. Boah, du bist so krass. Oh, ich geb dir jetzt 1 Million, BP. Immer her mit den guten Sachen. Hast du echt noch diese 3000 BP irgendwie bekommen? Oh, das wird so ein Scheiß. Du hast die fortgeschrittene Strecke zuerst mal abgeschlossen als Preis. Dafür bekommst du einige BP. 100. Naja. Profi-Strecke. Deutlich schwerer, sagt er. Und ich habe das schon kaum geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Blume. Ja, und nicht übel. Dann zieh dich mal warm an. Jetzt wirst du auf jeden Fall zerstört werden. Danach hast du nicht mehr so eine große Fresse. Ja, danke auch.
Ladezeiten sind harte Zeiten. Die Ladezeiten. Sind wir hier bei Sonic 2006 oder was? Okay. So, jetzt will ich es wissen. Profi-Strecke. Jetzt Profi-Strecke nennen, dann will ich es jetzt sehen. Alle Ringe bewegen sich, okay. Ich bin die Superman 64 Göttin, was wollt ihr? Wahrscheinlich müssen wir jetzt durch Höhen fliegen. Okay, damit habe ich nicht reden. Ich dachte, wir müssen jetzt durch alle Areale, durch alle Zonen durchfliegen. Also jetzt habe ich nur alle Ringe. Gut, ich habe auch gerade erst angefangen. Ne? Komm, wir machen Superman stolz. Lex Luthor darf nicht gewinnen. Spielt echt mal Superman 64 und versteht ihr meine ganzen Easter Eggs. Anspielung. Nee, tut es lieber nicht. Ich habe euch gewarnt, ne? Wer Superman 64 jetzt anmacht. Gut, hier geben immer 5, was auch gut ist. Weil die sehr weit auseinander stehen, bedeutet, du musst sie auch finden, sonst schaffst du es wahrscheinlich nicht. Boah, das sieht ja voll krass aus. Das ist voll der Spoiler. Sieht aus wie bei Area Zero. Schlund von Paldea. Oh, voll die Spoiler. Und es laggt. Das läuft nicht flüssig. Frame Drops Deluxe. Liegt aber an der Switch. Nicht an mir. Es liegt an der Switch. Gehe ich mal voraus. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, dass es nicht so ganz smooth und flüssig läuft. Aber ist okay. Komm damit klar. Bis jetzt finde ich die Strecke leichter als die fortgeschrittenen Strecke. No front. Komm, machen wir jetzt den ultimativen Highscore. Ha, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich habe damals schon gesagt, als kleines Girl, irgendwann wird sich das auszahlen, Superman 64 gespielt zu haben. Und jetzt ist der Tag endlich gekommen, nach all den Jahren. Von N64 durchgequält durch das Spiel. Und jetzt kommt der DLC. Die indigo-blaue Scheibe, Pokémon Purpur. Und ich brauche die Skills, die ich damals antrainiert habe, in Superman 64. Ich hätte nicht damit gerechnet. Aber ja. Ich kann es offiziell in meinen Lebenslauf schreiben. Superman 64 hat sich ausgezahlt. Guckt es euch an. Ja, Sturzflug! Ja, Quack, der Bruchpilot! Cool. Macht aber gut Spaß. Das ist meiner Meinung nach mit dem Snowboard-Minispiel das Beste bisher in Pokémon Purpur. Karmesin. Wir haben alle Ringe. Sonic war stolz auf mich. Leute, die Profi-Strecke war leichter als die fortgeschrittene Strecke. Not gonna lie. Ich habe keinen einzigen Ring übersehen. Das heißt, ich habe im First Try den Weltrekord gemacht. I'm the best. Wenn der Typ mir jetzt nicht irgendwie sein ganzes Vermögen schenkte, weiß ich auch nicht. Weil verdient hätte ich's. Wow, bist du krass. Als Preis erhältst du ein EWP. Bin geizig, nur 200. Für den Weltrekord. Ja. Ich lasse das mal. Aber ich werde das nochmal ausprobieren, wenn wir die BP brauchen. Aber dass wir 700 haben. Ja, aber von 3000, ne? Das ist ein Witz. Stimmt, ich könnte eigentlich immer vom Zentralplatz auslaufen. Aber jetzt sind wir schon so nah. Ne, wir machen das so. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, Leute. Können wir richtig gediegen angehen lassen. Ich markiere mir das trotzdem mal auf Karte. Dass wir auch wissen, wo wir hingehen müssen. Das war den guten Levi.
Oh, der Drache. Okay. Wir haben leider keine vielen Pokémon. Haben wir Eis auch nicht. Oh. Drache mit Drache bekämpfen, würde ich sagen. Risky, aber es funktioniert. Vor allem, wenn ich ein Outspeeder. Speeder! Haben wir nicht so Autokampf-Ding, warum... Rhydon. Take this! Komm und schnapp sie dir, Koraidon. Ganz ehrlich, soll er sich doch mal holen, die 10. Oh, gerade das Quest. Was spricht dagegen? Schütz, ist der immer noch angeschlagen? Hab ich den nicht geheilt? Das bin ich nur für einen Tyrannen. Naja, whatever. Passt schon, ich hab den nicht geheilt. Eben noch so, ja, erstmal die Donnersichel retten. Ja. Sichlor, hörst du auf? Ich glaube, Sichlor hat irgendwie Aggressionsproblem gerade. So. Sichlor, lass es, bitte. Sichlor, lass es. Bitte. Fick dich, Sichlor, echt. Mann. Ja, ich versuche mal, es zu fangen. Ich glaube, Sichlor hat nur mal Schwert und Schild, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Sichlor gefangen habe. Flottball. Natürlich nicht. Fuck you. Die Macht des Video-Editings kommt jetzt. Die Macht des Video-Editings. Tja. War schon wieder der nächste Versuch. Ich weiß nicht, warum ich mit euch mal Pech habe. Oh Gott. Seht ihr im Grafik-Fail wieder? Sichlor, das manches Pokémon. Die scharfen Sicheln an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Okay. Metallmann gegeben, einmal durchtauschen, Schab der Sherox. Ja, wisst ihr Bescheid. Kann ich da nicht bekommen, also muss man schauen. So, Kumpel. It's time. It's time to say goodbye. Ja, ganz ehrlich, wenn die so angeschlagen sind, habe ich da auch keinen Bock drauf. Komm hier was mit den beiden. Was machst du denn hier? Ja, was machst du hier? Das kann ich dich auch fragen. Darf ich nicht hier sein, oder was? Der Ari. Ari Party. Derjenige bei Advance Wars nur Artillerie spammt. Ari Party. Ja, den Arsch von Eisendorn möchte ich jetzt nicht angucken, danke. Gott, das Spiel schon wieder. Krankenkeule auf Rizos. Ich glaube, der hat Robust halt. Deswegen nur Erdbeben, was geht denn? Sollte Elektrik auch besiegen? Ne, hat keinen Bus-Deutsch. Ist natürlich doof. Ich ruhe von auch den Schaden ab. Dönerwelle. Scheiße. Wahrscheinlich, ich hab Elektrik. Ja. Sehr schön. Gut, das war ja geschenkt. Nicht mal komplett entwickelt Pokémon, der Typ. Ja, Elektrik und Rizos haben eine Entwicklung. Seit Gen 4. Jetzt habe ich vor Schrecken Niederlage kassiert. Ja, bestimmt nur deswegen. Dein wunderbaren Team. Das war ein echt krass Pokémon, muss ich schon sagen. Doch. Gut, ist jetzt paralysiert. Ist natürlich alles ein bisschen doof. Also mein Team ist echt halb tot. Natürlich nicht so schön. Ich wünschte, ich könnte immer noch fliegen. Nicht nur in einem Minispiel, Leute. Schnappen ja den Edelkit. Zack. Wer will, wer hat noch nicht? Vor allem spawnen hier wieder 1000 Pokémon. Elektrik. Ja komm, schnappen dir. Nein, nein, nicht. Dann lässt es halt bleiben. Nein, Sichlor, nein. So. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Schnappen dir. Zack. Ein Golbit auch, bitte. Bam. Bis hier 30 Pokémon per Autokampf. Wow. Okay. Drache fangen, das wollen wir nicht. Okay, perfekt. Okidok.
nicht mehr. Da sind wir schon mal richtig. Können leider nicht unendlich fliegen. Ich dachte, wir können das jetzt immer. Also richtig nach oben fliegen und so. Wäre zu cool gewesen, ne? Taschenflug 14 Stück. Oh nee. Oh ja, oh ja, oh ja. Hier können wir die Pokémon heilen. Ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt mit der halbtonen Team nicht herausfordern. Okay. Bing, bing, Staffel, Staffel, bing. Tja. Dann würde ich sagen, let's go. Mein Freund und ich sind uns durch unsere Liebe zu Kramon näher gekommen. Sehr romantisch. In irgendeiner Region soll es mir natürlich einen Feind von Kramon geben. Das muss ein ganz furchterregendes Aussehen des Pokémon sein. Wer war ja noch mal der Feind von Kramon? Ist leider auch nicht mehr. Okay, die studieren da irgendwie welche Bücher, Pokédex oder so. I don't know. Gab ja früher im Pokédex auch in, also als Move. Habe ich auch. Schlechter Empfang hier. Ich habe O2. Möchte nur Leute klagen, die O2 haben, dass sie mal schlechten Empfang haben. Deswegen. Ich hab's nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Mit Trumpfgag am Flugrand teilzunehmen wäre ganz schön waghalsig. Ja, ich glaube nicht, dass du auf den reiten kannst. Es wird schwierig, wenn du nicht gerade ein frisch geborenes Baby bist. Ah, die Austauschschülerin. Hallo, ich bin hier die Beratungslehrerin. Das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber bereits streitest du fleißig Kämpfe. In der Blaubeer-Akademie wollen wir Schüler zu ermutigen, Kämpfe gegeneinander auszutragen. Deswegen schenken wir ihnen umso mehr BP, je mehr Kämpfe sie in der Gruppe bestreiten. Also schon mal gegen 5 Schüler im Canyon anzutreten. Ja, alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, erstmal nicht meine Priorität. Oh, die habe ich eben gar nicht gesehen. Ach, okay. Autobattle! Schnappen wir! Autobattle! 30 Gegner, ja, schon heftig. Ja, jetzt so weiter mal ist Eisendorn gleich halb tot, ne? Gegen Trainer einen Antreter, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht wirklich Angst vor dem. Wirklich nicht. Aber 30 Gegner, das ist schon hart. Ich finde es halt schade, was ich mit dieser Synchronisation machen kann. Da introducen die schon was Neues im Spiel und kann es halt nicht benutzen für die Quest. Das finde ich ein bisschen kacki. Fatality. 10 haben wir jetzt. Schön. 10 von 30. Ja, vielen Dank für nichts, ey. Ja, 15 haben ja im Mietmau erstmal im Pokémon-Kampf. Wir machen danach hier weiter mit den Quests. Ich glaube echt, das ist besser als die Blaubeerpunkte zu farmen, wenn man halt dieses Flugminispiel macht. 5-mal Profi-Strecke, 1000 Punkte. Wenn das wirklich so abläuft, wäre es heftig. Level up. Nur durch Dynasty Warriors Kampfstyle hier. Heißt abschlachten. Aber schon die Hälfte bestimmt. Oh, wir sind schon fast fertig. Okay. Planänderung, dann machen wir es noch gerade fertig. Ich mach's fertig. Digga. Ja. Aber die Quest noch gerade fertig. So viel Zeit muss sein. Bloß nicht aus Versehen in die Fatalitäts reinrennen. Schlimmer ist, dass ich den halt auch schon hab, ne? Mach die auch mal alle weg, Eisenborn. You have only one job. Komm schon. Kann nicht so schwer sein. 1-2 und was? 1-2 und Niederlage. Los, schnapp ihn dir. Zwei Wunden noch.
kein Kommentar, wirklich. Eins. Zwei. Drei. Jetzt machen wir noch 10. Tut mir leid. Sein muss, muss sein. Für die Quest. Für Ruhm und Ehre. Den hat er nie Bock, ne, wegen Typnachteil. Verstehe schon. Was tut man nicht alles für Zuro-Keks, Schweiß? Steht halt wirklich, wenn du mir siegst, kriegst du Schweiß. Geht die Boje, ey. Richtig eklig. Los, hol dir das andere Sichel auch noch. Zack. Geil. Ja. Stelle eine TM her. Nee, danke, du. Lass mal. Nee, danke, du. Lass mal. Das sieht schon besser aus. Okay. Nun zu dir. Hab ich natürlich schon wieder geschwächt, ne? Hab ich trainiert mit meinem Pokémon und du störst. Ja, ich hab wirklich ein bisschen gestört. Gebe ich zu. Die ganzen wilden Pokémon hier besiegt. Gebe ich zu. Oh, Capoeira. Da muss man ja direkt an Eddie aus Tekken denken, ne? Der hat ja diesen Capoeira-Kampfstil. Chrissy. Doppelbedroher. Oh, natürlich greifen wir physisch an. So ein Schmutz, ey. Kurz mal Target Fire auf Capoeira, würde ich sagen. Ja, wobei. So schön sehr effektiv, ne? Reicht natürlich nicht nach 2 Senkungen. Und der Angriff wird weiter gesenkt. Komplett zum Mäusemelken. Drachentanz. Hör auf mit der Scheiße. Mein Angriff sinkt und seiner steigt. Du bist nicht mein Drache. Du bist Unlichtkampf. Oh nee, Konter. Konter ist du. Let's go. Für Moves. Okay, die kann was. Gar nicht mal schlecht. Ganz ehrlich. Dafür, dass sie keine Elite-Trainerin ist. Gar nicht mal so bad. Wie Capoeira sich bewegt, ey. Wie auf Tanz, vielleicht so macht er sich die Girls oder so, klar. Falls es ein männliches Capoeira überhaupt war. Eisendorn hat sich selbst getötet? Ne, noch nicht ganz. Gravel. Wieder Arenaleiter aus Galaforza City, ne? Oh, jetzt Steinall. Vielleicht schreckt er ja zurück. Wäre cool. Wenn ich denn nicht. Kraftkoloss ist alles andere als kräftig mittlerweile. Gravel. Das Klavell, den ich hatte, ne? Steinhagel. Nein, schreck zurück, schreck zurück, schreck zurück. Nein, Eisendorn ist tot. Stellt sich heraus, wenn zweimal der Angriffswert senkt, dass es ziemlich arschig ist. Sich so eben herauskristallisiert, ne? Ja, ihn hier müssen wir auch mal wieder leveln. Der hinkt ein bisschen zurück, ne? Psycho Chinese, der Psychochinese. Man kennt ihn. Jeder kennt ihn. Jeder liebt ihn. So. Boah. Level 96, Koraidon. What the fuck? Okay. Okay. Ich will schon Koraidon erst mal rauszunehmen. Das ist ja viel zu overlevelt jetzt. Das machen wir auch, Leute. Wir brauchen den Drachentypen, ne? Brauchen den Drachentypen, leider. Wo sind meine anderen trainierten Pokémon? Ist da noch was dabei? Okay. Eisenfalter. Ah, Ansem nehmen wir wieder mit.
Der hat Wutanfall gegen die Drachen. Ist perfekt. Hat noch irgendwas gegen Drachen-Pokémon? Ist leider kein Eisstrahl. Fee. Aber nur Level 81, ne? Knuddler trifft halt nie. Ich hab's vergessen. Mew nur noch. Ja, eher. Es wird aber auch echt keinen Eisangriff oder so haben. Das ist schon ein bisschen armselig. Oh mein Gott, ich weiß, wer ideal ist. Hi! Ja! Der Iron Warrior. Oh mein Gott. Der ist ideal. Also wenn er wirklich Drachen-Pokémon hat, ne? Hi. Ich weiß, wo der Haus wohnt und im Bett schläft. Ja, Koraidon, wenn er jetzt schon so hoch gelevelt ist und die Donnersichel, das lasse ich dann erstmal. Ich werde die mal wieder reinholen, wenn es soweit ist. Sprich, wenn Jorns irgendwie rausfahren möchte oder so. Aber Level 96 finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Wenn ich mit Level 100er Pokémon spiele. Außer ich muss es halt, weil das Spiel halt so schwer geworden ist. Müssen wir schauen. Okay, hier ist jetzt das Eisgebiet offiziell. Cool. Polar Area. Ich bin gespannt. Ja, manche sind polar und manche sind bipolar. Hehe. Das erzähl ich schon wieder für einen Scheiß, ey. Sammle 10 Items auf. Kriegen wir hin? Oh Gott. Das Eisgebiet ist immer so schwierig zu sehen, wo der richtige Weg ist. Das ist niemals der richtige Weg, das ist hier. Da war der richtige Weg. Na gut. Okay. Boah, die Aussicht, Leute. Warum müssen die Eisgebiete auch immer so hochgelegen sein? Ich glaube, weil das biologisch so ist, ne? Es hochgelegen ist, dann kommt da Schnee und so. Boah, siehst du einfach die gesamte neue Welt. Gesamten zweiten DLC. Cool. Nicht schlecht. Kannst einen Grandenboy fangen. Ja, machen wir noch alles, ne? Alles zu seiner Zeit. Boah, wie viel Teerstück man bekommt. Finde ich ein bisschen übertrieben. Ah, finde ich gut. Da muss man die Raids echt nicht mehr machen, um das zu erreichen. War gerade Pokémon Z? Nee. Ich habe daraus Pokémon Z gesehen. Oh. Pokémon Z hätte ich natürlich gefangen. Wow, hier komm ich. Platz da mit deinem Mazda. Mach dich weg da mit deinem Vectra. Rückenwind. Komisches Gebiet. Weil die Eisgebiete, die laufe ich immer so merkwürdig ab. Weiß ich nicht, was das soll. Ganz ehrlich, fangen Drachen-Pokémon. Let's go. Es ist Duraludon. Und ich würde leider gespoilert, dass der irgendwie eine Entwicklung hier noch hat. War ja Signature-Pokémon für einen Arenaleiter aus Pokémon Schwert und Schild. Geil. Vom letzten, von den Drachentypen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Duraludon, das Legions-Pokémon. Sein metallener Körper ist robust, aber heizt sich schnell auf, um einen Hitzestau zu verhindern. Leitet es Wärme durch Schlitze im Schwanz ab. Okay. Leitet die Hitze durch den Schwanz ab. Okay, okay. Hat er doch keine Entwicklung? Laut Pokédex irgendwie nicht. Ach, lassen wir uns mal überraschen. Okay, fair enough. Super Ball! Super Mario Sunshine! Wuhu! Er hier im Eisgebiet ist natürlich jetzt nicht so toll. Warum hat der überhaupt Drachen-Pokémon im Eisgebiet? Dieser
komische Typ da, der Levi. Bekämpfen wir den, wenn wir schon gesehen haben. War es eben doch Porygon Z? Hier ist ja ein Porygon. Wildes Porygon, das ist so wild. Ich will den jetzt haben. Hä, hey, da musste man früher übelst in die Spielhalle grinden. Jetzt gibt es einfach ein wildes Porygon. Zählt mir doch nichts. Kann man tatsächlich nicht mehr herausfordern. Kann man nicht herausfordern, nur dann lass es halt. Ich bin dermaßen in Fahrt, dass mich niemand aufhalten kann. Ja, außer ich. Soran. Was ist das für ein Name? Soran. Oh, Golgantis. Und Rotom. Jawohl. Das war eine Ansage. Die wollen es wissen. Der hat wahrscheinlich Schwebe. Biss. Sehr effektiv. Und hier mal die Rangkeule auf Golgantis. Das reicht hoffentlich. Der ist auch sehr langsam. Ja. Und das war's. Der ist immer der Letzte, der angreift. Wenn es mit Bizarraum spielt, ist der nutzlos. Flop! We are much too strong! Yeah! Cool. Diese wilden Porygons, die irritieren mich. Geh zurück ins Spielcasino, ey. Notbremse! Ja, ja, ja. Ich will jetzt einen Porygon fangen. Ich dachte, ich könnte einfach durch die Blaubeerliga rasen. Das sieht wohl nix. Los, Porygon, du willst auch. Ein wildes Porygon. In welcher Welt leben wir? Download. Oh, lad dir erstmal was runter aus dem Darknet. Mit 100.000 Viren. Gönn mir. Oh, Mann. Ja. Das wilde Porygon gehört mir. Bisschen lame, das war alles mit Flottbällen fangen. Aber naja. Passt schon. Porygon, das virtuelle Pokémon, dieses künstliche Pokémon wurde mit Hilfe neuester Technologien erschaffen. Es kann durch den Cyberspace reisen. Hast du viel Sonic Frontiers gespielt oder was? Cyberspace, ey. Okay. Ha, Porygon. Läuft Porygon 2 hier bestimmt auch und wahrscheinlich auch Porygon Z. Das wäre cool. Siberio ist eigentlich auch cool, aber ich, wie gesagt. Das mit dem Pokémon fangen, das machen wir noch. Ich will die Story rushen, weil mich echt interessiert. Dann machen wir die 100%. Weil ich kam ja gar nicht vorne im ersten DLC und hier auch in den ersten Parts. Ich werde es ein bisschen umstrukturieren. Schnell vorankommen und dann die 100% in Ruhe machen. Dass ich nicht immer gehetzt bin. Und unter Druck gesetzt werde. Ich muss los. Bald schreiben wir unseren Test. Deswegen Mission, ja, mal sehen. Was macht ihr euch denn für Gedanken? Okay, Magma dient als Ofen. Das ist halt mal ein Pokémon-Missbrauch. Junge, Magma hat, glaube ich, nicht so Bock, da die ganze Zeit rumzustehen wie so ein Torwächter. Pokémon-Quälerei Deluxe, ey. Levi, jemand meinte gerade, dass Levi im zweiten Jahr sei. Es kommt mir so vor, als wäre er schon letztes Jahr im zweiten Jahr gewesen. Und das Jahr davor auch. Ja, wurde uns ja gesagt, der ist irgendwie dreimal sitzen geblieben. Wie das geht, ist mir auch ein Rätsel. Kann man überhaupt dreimal sitzen bleiben? Wenn ich irgendwann von Schule erschmissen? Keine Ahnung, ich bin nie sitzen geblieben. Hab nur 3 Stunden geschlafen. Jeden Tag. Nicht richtig aufgepasst im Unterricht, trotzdem die Schule geschafft mit Abitur. Voll intelligentlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde das nicht so schwer. So, leider ist Zytomega weg. Das hätte ich sonst ganz gerne eingefangen. Zytomega. Ja. Läuft nicht weg. Wisst ihr, was allerdings wegläuft? Die Partlänge. Die haben schon wieder überzogen, ne? Gut, wenn der Drachen-Pokémon verwendet, wenn, dann ist das mein Way to go. Gut, ihr Lieben, dann fordern wir den letzten Champ, Top 4-Typen im nächsten Part raus, den Levi, unseren besten Freund, der uns eingeladen hat und überhaupt dafür erst gesorgt hat, dass wir das Ganze hier starten können. Es wird interessant. Nicht verpassen, bleibt spannend.
bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!